Zwei Flüssigkeiten im U-Rohr illustrieren sehr schön, wie der hydrostatische Druck von der Dichte abhängt. Starten wir mit einem einfachen, an beiden Enden offenen U-Rohr und füllen es zunächst mit Wasser, von uns der besseren Sichtbarkeit wegen blau eingefärbt. Der resultierende Pegel ist auf beiden Seiten gleich, was uns wohl kaum erstaunt. Nun füllen wir zusätzlich Öl ein, was nebenbei bemerkt auch zeigt, dass Öl und Wasser sich nicht mischen. Achten wir nun auf die Pegelstände. Wie können wir aus dem, was wir hier sehen, die Dichte des Öls relativ zur bekannten Dichte von Wasser bestimmen? Unser erweiterter Versuch benutzt nun zwei U-Rohre, die in der Mitte miteinander verbunden sind, sodass wir es links und rechts wieder mit zwei offenen Enden zu tun haben. Starten wir diesmal mit dem Öl und füllen es ins linke Ende ein. Nun kommt das Wasser hinzu, welches wir ins rechte Ende einfüllen. Im Zwischenbereich wird jetzt Luft eingeschlossen, die dann verhindert, dass die beiden Flüssigkeiten in direkten Kontakt miteinander treten. Ob es sich um eine mischbare oder unmischbare Kombination von Flüssigkeiten handelt, ist daher in dieser Anordnung irrelevant. Aber was verraten uns nun die einzelnen Pegelstände? Wie können wir aus dem hier Beobachteten die Dichte des Öls relativ zu Wasser bestimmen? Und ist das Ergebnis vereinbar mit dem des ersten Versuchsteils? Viel Spaß beim Lösen dieser Aufgabe und weiterhin viel Spaß mit unseren Innsbruck-Kasan-Physikvideos.